klopften da am Fenster in aller Herbstfrüh. Ich glaub, ich höre Gespenster, doch so früh klopfen die doch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, zwischen 12 und 2. Um diese Zeit schaut er der Nachbarsbuch vor. Grüß Gott, du schöne Nachbarin, öffne mir die Tür, weil ich total durchfroren bin, halb nackt steh ich vor dir. Ohne Schuhe und Socken bin ich durch den Wald gerannt, Black Forest barefoot joggen, eine neue Fitness. Ach, mein lieber Sportler, gern lass ich dich ein. Mein Mann, der ist grad fort, der lässt mich sowieso so oft allein. Ich werd dir deine Strammen, Joggerwaden massieren. Danach könnten wir zusammen locker was trainieren. Wird's dir ganz olympisch bei meiner neuesten Disziplin. Und die nennt sich Trimmisch mit deiner schönen Nachbarin. Ja, da ist was dran, das ist ein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt noch eine Weile fort. Ach, denk von dem nicht schlecht, doch der ist faul, bevor der sich trimmt. Da ist's ihm gerade recht, wenn das ein anderer für ihn übernimmt. Aber ja, natürlich übernehme ich seine Pflicht. Und auch noch die Kühe. Ich und du, wir halten dicht. Unsere Spiele in der Kammer gehen keinen etwas an. Ich sag nichts deiner Mama und ich nichts deinem Mann. Ja, ja, wir zwei beide am selben Ziel vereint. Wir lagen nicht im Streit, keiner des anderen Feind. So wie wir zusammenkamen, genauso kommen wir immer wieder zusammen. Offen gleich die Tür, fühle die Pflicht, die Pflicht und auch für die Kühe.